In der Working Group User Interface Design and Technology sind verschiedene Kollegen beteiligt aus verschiedenen Disziplinen, zum einen aus der Informatik, zum anderen aus dem Bereich der Gestaltung. Und wir sind da zusammen mit verschiedenen Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studenten im Master- und im Bachelorbereich. Ja, ich habe das Projekt Spirit vorgestellt und hatte zum Ziel, Location-Based Augmented Reality in einem Outdoor-Museum umsetzen zu lassen. Und da ist es jetzt so, dass mit Augmented Reality Visionen verbunden werden, wie ich habe ein Durchsichtgerät, was mir die Illusion verschafft, ich könnte vielleicht den Geist der Vergangenheit oder Geister, die früher hier ihr Leben gelebt haben, so erfahren, als würden sie in der Landschaft stehen. Und wir positionieren auch wirklich Geister an die Stelle, wo es Sinn macht, also eine bestimmte Szene zu spielen, also für ein bestimmtes Tor oder mit Blickrichtung zum Limes oder innerhalb der Principia, wo die Hauptkommandatur war und ähnliches. Ein weiterer Anwendungsfall im Bereich smarte Systeme für Mensch und Technik wäre beispielsweise, dass das auch im Bereich der Robotik natürlich große Anwendung findet oder viel Anwendung findet. Da ist ein Parade-Anwendungsfall die digitalisierte Betreuung von Senioren beispielsweise, weil das Senioren in Altenheimen ganz häufig passiert oder pflegebedürftigen alten Menschen, ist, dass sie Dinge auf den Boden werfen oder ja, irgendwas runterfällt und sie müssten das wieder aufheben und können das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Und wenn es dann einen Roboter gäbe, der smart ist, intelligent und sehen könnte, also das Objekt erkennen und lokalisieren, könnte der das dann autonom aufheben und dem Senioren wieder bringen. Im Projekt haptische Interaktion mit autonomen Flugrobotern. Es geht dabei darum, neue natürliche Interaktionsparadigmen mit Robotern zu entwickeln. Im Speziellen benutzen wir Flugroboter, da wir eine Infrastruktur aufgebaut haben, in der wir mit diesen arbeiten und forschen können. Und da Quadcopter insbesondere immer mehr Einzug in das tägliche Leben erhalten, möchten wir uns Gedanken machen, wie man natürlich mit diesen interagieren kann. Der Forschungsschwerpunkt SSMT steht ja für smarte Systeme für Mensch und Technik. Und das User Interface Design ist ein wesentlicher Aspekt, um mit komplexer werdenden Maschinen noch einigermaßen intuitiv umgehen zu können. So vor allen Dingen halt auch für Nicht-Experten, die mit immer komplexerer Technik konfrontiert werden und ohne vernünftige, neuartige Interaktionsmethoden praktisch kaum noch eine Möglichkeit haben, zu verstehen, wie eine Interaktion mit einem komplexen System ablaufen könnte.